Funkelnde Kleider, lateinamerikanische Musik und viel Haarspray dominierten am 20. Oktober die Stadthalle Rostock. Es war wieder soweit. Zum 26. Mal veranstalteten der TC Seestern und die Tanzschule Geipelt den Seestern-Pokal. Wettkämpfe in den lateinamerikanischen Tänzen und Standardtänzen ließen die Besucher staunen. Aber auch die Gäste durften das Tanzbein selber schwingen. Ein Abend voller Spannung, Spaß und viel Tradition. Ja, wir haben also 10 Lateinpaare am Start und 5 Standardpaare. Die Paare kommen aus ganz Deutschland, aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir haben ganz toll den deutschen Vizemeister dabei, der auch Dritter der Weltmeisterschaft ist. Und wir haben also die Paare eingeladen, sodass sie quasi hier bei uns in der Stadthalle alles genießen können und hoffentlich gute Tänze machen. Da es früher einmal ein Ostseetanzturnier gab mit internationaler Besetzung und sehr hochkarätig ausgeführt, haben wir gesagt, wir könnten das eigentlich auch in dieser Sonderklasse, aber national stemmen. Und das haben wir als Tanzclub dann aufgenommen. Wir sind ja kein großer Club, aber ich denke, so eine Veranstaltung könnte man organisieren. Und das ist über diese Jahre auch gewachsen. Und ich glaube, die Entscheidung war richtig. Aus Rostock vom Tanzclub Seestern. Das einzige Paar aus unserer Region waren Carsten Wirth und Maria Kretschmann. Gleichzeitig waren sie der Hoffnungsträger des TC Seestern. Sie traten beim Wettkampf im Standardtanz gegen 4 weitere Paare an. Die Prüfer waren von ihnen begeistert. Dem Sieg stand somit nichts mehr im Wege. Was auf dem Parkett jedoch so leicht aussieht, basiert auf gnadenlos harter Arbeit. Man muss das immer gut mit der eigentlichen Arbeit, also dem Beruf, immer gut abstimmen. Und wir versuchen so 3 bis 4 Mal mindestens die Woche aufs Parkett zu gehen, also in die Trainingshalle. Und dann je mehr, umso besser. Bei den lateinamerikanischen Tänzen konnte ein Paar aus Bremen als Sieger vom Parkett gehen. Während der Wettkampf-Tanzpausen durfte das Publikum dann abtanzen. Die Band Paper Moon sorgte für ausgelassene Stimmung. Wir sind zum ersten Mal hier, weil wir eingeladen wurden. Wir wussten eigentlich gar nicht, was auf uns zukommt. Das ist wunderschön. Die Atmosphäre, die schöne Musik, die schönen Tänze und wie man sehen kann, was für eine Kondition die Tänzer haben müssen, was das für Kraft kostet und gleichzeitig kommt es so elegant rüber. Die Musik, die Tänzer vor allem, ja, alles zusammen ist sehr schön. Die Klasse der Latein hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Weil wir sind das erste Mal hier und wir tanzen selbst auch. Und naja, das ist eine ganz andere Nummer, was die da auf der Tanzfläche hinzaubern, muss ich echt sagen. Rund 800 Gäste tauchten an diesem Abend in die Tanzwelt ein. Die Mischung aus Tanzsport und Kultur macht den Wettbewerb aus. Und nach dem Seestern-Pokal ist vor dem Seestern-Pokal. Wir freuen uns auf 2019.